Okay, Sven, hinsetzen, anschnallen. Jetzt gibt's eine nicht so erfreuliche Nachricht von uns. Wie ihr alle so ein bisschen in letzter Zeit mitbekommen habt, war bei uns so ein bisschen Endzeitstimmung bei den Fishing Bros. Und jetzt können wir es hier offiziell sagen, in der Konstellation Fishing Bros wird es nicht mehr geben. Das Kapitel ist dicht, Game over, aus und vorbei. Ja, ihr habt es natürlich mitbekommen, dass jetzt, glaube ich, mittlerweile über ein Jahr kein Video mehr auf unserem YouTube-Channel kam. Uns wurde hinterher gesagt, dass die Luft bei uns raus ist, dass nichts mehr geht, es kommt nichts mehr. Und ja, ihr seht natürlich auch auf Instagram, Facebook, YouTube, das Logo ist weg. Also das Kapitel Fishing Bros ist hiermit offiziell abgeschlossen. Ja. Ja, obwohl wir auf jeden Fall noch aktiv waren, sage ich mal, speziell auch auf Instagram waren wir ja immer noch in sehr gutem Kontakt mit euch, haben uns euch trotzdem mit auf unsere Angeltrips genommen. Ansonsten ja, der YouTube Predator Cup, der stand ja auch wieder an, als ich aus Australien wiederkam. Da war ich ja zumindest auch so ein bisschen auf YouTube zu sehen. Aber ja, Sven hat auf jeden Fall recht, es kam viel zu lange nichts und so kann es nicht weitergehen. Das stimmt, so kann es wirklich nicht weitergehen. Also wir haben uns gedacht, so ein eingeschlafener YouTube-Kanal, eingeschlafenes Instagram-Profil und Facebook, das darf es einfach nicht geben. Also muss sich was ändern. Und womit startet man als erstes? Man überlegt sich einfach einen neuen Namen und überlegt sich, was kann man machen? Und das haben auch wir gemacht. Ja, also wir haben angefangen damals mit dieser Geschichte Fishing Bros. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Da waren wir am Rhein. Ich habe einen Zander gefangen. Sven hat ein Live-Video auf Facebook gedreht und ich habe ihm gesagt, Junge, wir machen einen YouTube-Kanal. Also wirklich so aus dem Nichts mehr oder weniger. Ein paar Videos für unsere Freunde. Eigentlich für niemand anderen gedacht, aber wer hätte gedacht, dass es wirklich auch tatsächlich so gut läuft, dass es so gut angenommen wird von euch. Und ich muss echt sagen, also ihr, jetzt speziell du, hast unser Leben mit verändert eigentlich. Ne? Weil seit 2017 sind wir extrem auf Achse, immer auf der Jagd nach dem dicken Fisch, nach geilen Momenten, geilen Abenteuern. Und so viele Leute kennengelernt mit der Zeit, durften auch bei Events mitmachen, dabei sein. Unglaublich auf jeden Fall. Und jetzt ist es an der Zeit, würde ich sagen, der Community wirklich was zurückzugeben. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben geile Kontakte geknüpft, haben viele Leute kennengelernt und das wollen wir nutzen, um noch geileren Content für euch zu machen. Das heißt, es wird wieder weiter Videos geben, diesmal auch in regelmäßigen Abständen. Dadurch, dass wir Kontakte geknüpft haben, kommen wir an geile Orte. Wir wissen, wo der Fisch steht, wir drehen geile Videos für euch und die Videos werden vom Look her auch noch geiler aussehen als vorher. Ihr könnt euch auf jeden Fall hinsetzen, am besten auch direkt vor dem Laptop anschnallen, dass ihr nicht umkippt, weil das wird jetzt nochmal qualitätstechnisch auf die nächste Stufe gehoben. Also, was könnt ihr erwarten? Ich würde sagen, richtig geile Videos, richtig dicke Fische, geile Instagram-Stories, deshalb auf jeden Fall auch da folgen. Und, willst du es sagen? Ja, es wird auf jeden Fall eine große Neuigkeit geben. Und zwar hinter diesem Namen, den haben wir überhaupt noch gar nicht gesagt. Sollen wir es jetzt erstmal lüften? Ja, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Auf Instagram und Facebook ist man schneller informiert. 50 Up, das ist der neue Name, so werden wir heißen. Fishing Bros ist ab jetzt tot, jetzt heißt es 50 Up. Was steckt hinter 50 Up? Ihr kennt es als Angler. Die goldene Barschmarke 50 Up, 50 plus. Das ist unser Ziel und den wollen wir auch nicht nur einmal knacken vor der Kamera. Und ich habe da auch schon so ein sehr gutes Gefühl. Es sind schon einige geile Fische gefangen worden, wir haben schon vorproduziert, aber die größte Neuerung ist? Ja, die größte Neuerung ist auf jeden Fall unser eigener Online-Shop. Jetzt denkt sich vielleicht so der ein oder andere, okay, der nächste x-beliebige Online-Shop. Ich muss aber da direkt mal reingrätschen, wortwörtlich. Sowas will ich mir nämlich nicht anhören. Wir haben uns wirklich im letzten Jahr richtig den Arsch aufgerissen, hatten im Prinzip von dem Ganzen gar keine Ahnung. Wie programmiert man einen Online-Shop? Wie stellt man ihn auf? Wie baut man ein Lager auf? Etc. pp. Also unglaublich riesige Aufgabe. Neben Vollzeitarbeit und dem Studium natürlich auch, war das eine extrem große Aufgabe, aber wir haben nicht aufgegeben, haben uns alles selber angeeignet. Es ist alles self-made oder wird alles self-made sein, nichts eingekauft oder sonstiges.
das wird auf jeden Fall ein Erlebnis und ich bin jetzt schon unglaublich stolz auf das Ergebnis. Also, was wird es jetzt generell in dem Shop geben? Klar, natürlich Angelprodukte, speziell auch im Raubfischbereich. 50 Up ist der Name, steht natürlich nicht nur für den Barsch. Ja, es ist ein Shop für jedermann. Es ist eher der Lifestyle, den wir vermitteln wollen, der uns in den letzten Jahren zumindest extrem weit gebracht hat. Und ich muss sagen, ich bin so froh drum, um jeden Kontakt, den wir geknüpft haben, jeden, den wir kennengelernt haben. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der unser Video geschaut hat, denn ihr habt es tatsächlich alles nur möglich gemacht. Und wir hauen jetzt im Prinzip einfach mit dem Hammer auf den Lukas und kommen jetzt mit dem Shop um die Ecke. Es wird kein 0815-Shop, das sage ich jetzt schon mal. Wie gesagt, viel Herzblut reingeflossen. Es wird extrem geile Marken geben, ausschließlich eigentlich geile Marken. Natürlich alles so im Rahmen des Möglichen, ne? Aber wir haben euch auf jeden Fall genau die Produkte ausgesucht, auf die wir richtig gut fangen, mit denen wir sehr, sehr gute Erfahrungen auch bis jetzt gemacht haben. Und ja, ich sag mal ein paar weitere Dinge. Ich weiß noch nicht, ob wir dazu auch noch was sagen sollen. Vielleicht nur mal ganz kurz leaken. Ja, also vielleicht wird ja auch das ein oder andere Produkt von uns kommen. Mal sehen. Vielleicht irgendwas, was euch dabei hilft, Fische zu fangen. Wer weiß. Also es ist auf jeden Fall was geplant. Wir haben was in den Startlöchern. Das wird nicht direkt bei Shop Release mit dabei sein, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf was freuen. Da kommt was richtig, richtig Geiles. Der eine oder andere wird es vielleicht schon früher sehen, wenn ihr unsere YouTube-Videos guckt, wenn ihr uns auf Instagram abonniert, wenn ihr uns auf Facebook abonniert. Der eine oder andere hat vielleicht sogar schon was gesehen. Also da gibt es auf jeden Fall geiler Stuff, der auf euch zukommt. Ich sag's nur schon mal vorweg, wir machen definitiv keine halben Sachen. Also wenn... dann richtig. Das ist auf jeden Fall auch mein Motto. Minimum das Maximum. Und das wollen wir jetzt auch dabei rausholen. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich bin selber hyped. Das Motto, sage ich mal, des Shops oder der Hintergrund ist auf jeden Fall authentisch den Angelsport zu vermitteln. Das steht über allem. Also, ich meine, was für Produkte es da zu kaufen gibt, das haben wir euch ja schon gesagt. Ich sag mal, die Special Selection von uns, aber auf jeden Fall auf eine authentische Art und Weise. Also da kommt nichts rein, was von uns persönlich nicht vorher gefischt wurde, nur weil es cool aussieht und sich verkaufen lässt und irgendein Hinz und Kunz da von einem Video irgendwie einen Fisch fängt oder sowas. Das wird es auf jeden Fall nicht geben. Also das sind alles Bulletproof-Sachen, wie gesagt, die wir alle selber auch persönlich benutzen. Werden auch auf jeden Fall schauen, dass wir euch auch ganz viele Erfahrungsberichte etc. mit auf den Weg geben. Und ja, Ziel ist es auf jeden Fall, nach und nach einen Online-Shop so aufzubauen, dass ihr eine Produktberatung von uns bekommt zu jedem Produkt, was ihr im Shop findet. Das ist auf jeden Fall das langfristige Ziel, weil wir wollen die Grenzen verschwinden lassen zwischen einem Online-Shop und einem lokalen Angelshop. Die Beratung, die ihr im Angelshop bekommt, die wollen wir euch auch online geben und euch nicht alleine lassen. Gerade wenn ihr Produkte sucht, die ihr so vielleicht noch nicht gesehen habt, da gibt es halt ab und zu auch mal Erklärungsbedarf und den werdet ihr bei uns auf jeden Fall bekommen. Ja, davon könnt ihr auf jeden Fall ausgehen. Und ich sag mal, das Gute an diesem Online-Shop ist, dass der natürlich auch unsere Trips oder das, was wir tun, einfach auch so ein bisschen mitfinanziert, weil es zahlt sich tatsächlich nicht alles von selber. Da sind wir auf jeden Fall auch auf die Community angewiesen. Wir sind auch total gespannt, wie die Community das Ganze überhaupt annehmen wird. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr genauso Feuer und Flamme seid wie wir. Ich meine, Leute, die mich oder Sven persönlich kennen, die wissen auf jeden Fall, dass das hier keine leeren Worte sind oder leeren Worthülsen. Wir machen auf jeden Fall ernst und ich sag mal, umso besser es läuft oder umso mehr natürlich auch die Community alles unterstützt, umso geilere Projekte werden auf jeden Fall auch gelauncht. Und ja, da ist auf jeden Fall auch für euch was mit dabei. Wir werden die Community definitiv regelmäßig teilhaben lassen, sowohl an Gewinnspielen, aber auch an Angeltrips und Co. Wie gesagt, das Ziel ist auf jeden Fall, alle bisher dagewesenen Shops oder auch die neuen Shops jetzt einfach mal in den Schatten zu stellen. Nicht im Sinne von Auswahl im Shop, sondern einfach von der Authentizität her und von der Community, die dahinter stehen soll. Und genauso wird es auch sein. Also jedes einzelne Produkt, was ihr im Shop seht, da stehen wir zu 100% hinter. Und ihr werdet keine Produkte im Shop finden, die wir selber nicht auch fischen würden.
Also beim Aufbau des Lagers, das war wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Das war super geiles Zeug, was wir da schon bekommen haben und was ihr dann auch im Shop sehen wird. Ja, also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber meine Hände sind auf jeden Fall total ramponiert. Wie gesagt, wir haben uns richtig den Arsch aufgerissen, nächtelang, und jetzt nicht nur paar Kataloge gelesen und dann mehr oder weniger gesagt, das soll es sein. Hinter unserem Shop steht jetzt auch kein anderer Shop oder so oder großes Lagersystem oder so. Es ist wirklich alles komplett self-made gemacht mit unseren eigenen Händen. Und darauf sind wir natürlich umso stolzer. Ja? Also ich sag mal, wenn ich darüber rede, muss ich natürlich auch immer lächeln und schmunzeln. Aber so ist es halt nun mal. Wir haben echt geblutet, nächtelang wach geblieben, irgendwie die Sachen von A nach B gefahren, Dinge aufgebaut. Zu viel will ich auch gar nicht ehrlicherweise verraten, aber wir geben euch auf jeden Fall nach und nach Einblicke, wie wir das Ganze gemacht haben. Und vielleicht ist das ja auch eine ganz coole Videoreihe. Ne? Wie haben wir unseren Online-Shop aufgebaut? Wer weiß, können wir auch mal starten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wer geglaubt hat oder wer sich gefreut hat, dass die Fishing Bros endlich weg sind, ihr habt euch geschnitten. Wir sind wieder da unterm neuen Namen 50 Up. That's the name und that's the shop. Geht auf die Seite und stay tuned. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ja, ich würde sagen, so wie früher. Wir sind jetzt raus. Macht es gut. Ciao.